Welcome back, krasse Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 2019 in der Karriere. Leute, es wird wieder ein regenreiches Qualifying in den Frankreich. Denn wir werden nicht wie in Kanada ja so 50-50, ne, Regen und Trocken haben, sondern 100% Regen-Qualifying. Ich konnte ganze 4 oder 5 Runden im Training fahren. Dann war auch schon die Session vorbei. Regen kam spät in Training 3. Aber naja. Wird schon gut werden. Es wird, ja doch. Wird schon okay werden. Akzeptabel. Willkommen zum Qualifying des Großen Preises von Frankreich an diesem Wochenende. Die Teams machen gerade ihre letzten Einstellungen, ehe die Ampel auf grün wechselt und die Fahrer um die Pole Position kämpfen können. Mit dem heutigen Wetter, Stefan, können wir alles, was wir in den letzten Tagen gelernt haben, wohl gelinde gesagt aus dem Fenster werfen. Wer hat deiner Meinung nach die größten Vorteile auf dieser rutschigen und sehr schwer einzuschätzenden Strecke? Das Problem ist natürlich, dass alle schon an das morgige Rennen denken müssen. Du willst natürlich nicht das Fahrgestell anheben und ein bisschen mehr zusätzlichen Abtrieb einstellen, den du im Grand Prix selbst gar nicht haben willst. Die Park-Fermé-Regeln bedeuten aber, dass du genau diese Entscheidungen treffen musst. Das Beste, was die Fahrer machen können, ist, mit dem zu arbeiten, was ihnen im Cockpit zur Verfügung steht. Wenn man die Bremskraftverteilung weiter auf die Vorderachse legt, verhindert man, dass das Heck beim Bremsen rutscht. Und eine Öffnung des Differentials kann das Übersteuern am Kurvenausgang deutlich einschränken. Jene Fahrer, die diese Technik am besten für sich nutzen können, haben heute sicherlich die besten Chancen auf Erfolg. Maximal Differentialeinstellung lockern. 50%, mehr geht nicht. Das wird super werden. Weil auch wie in Kanada, es ist komplettes, ja, 1:1 Abgleich zum Kanada Qualifying. Wir haben wieder, ja, das Voreinstellung 4 Setup, das heißt ein bisschen mehr auf Top Speed. Allerdings wegen ein bisschen Nässe auf der Strecke, Differential komplett auf 50 runtergestellt. Exakt wie in Kanada. So, was ist denn? Ah! Ja, da kann man auch schon sehen, das waren meine Trainingsreifen. Ich konnte. Warte mal, kann ich hier sehen, wie viele Runden ich gefahren bin? Nicht, dass ich mit 4 oder 5 doch noch gelogen habe. Das wäre ja hammer ärgerlich. 29%? Ja, gut, könnte auch 5 oder 6 sein. Nun gut, wir fahren mal jetzt mal instant raus. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Fertig, bereit. Ja gut. Sieht auch gerade nicht so aus, als es irgendwie heller werden würde. Rausfahren. Ja, mit einem fetten Burnout die Garage verlassen. Oder die Pit. hätte ich schon fast Pitgasse gesagt. Weil ich Pitlane und Boxengasse wieder mich nicht entscheiden konnte zwischen den beiden. Alle runterstellen die Scheiße. Oh, oh. Rolex, oh, oh. Alright. Okay, noch nicht Vollgas. Die Reifen brauchen vielleicht noch ein bisschen Temperatur. Dann geht das vielleicht. Eigentlich hier alles im vierten Gang durchzimmern. Übrigens, ich bin, wie gesagt, seit gefühlt 30 Jahren schon mit so einer leichten Erkältung noch unterwegs, aber ich habe heute kein Session-Getränk, sondern ich habe heute
2 Sekunden vor Brennen noch schnell einen Activia-Joghurt gegessen. Und ich fühle mich super. Ich fühle mich hammergesund, jetzt schon. Einwirkzeit 2,5 Sekunden. Wundermittel. Oh, vielleicht auch einfach mal nicht so viel Scheiße labern. Aber es fällt mir so schwer, es nicht zu tun. Aber gut, die Dreiecktaste ist mein bester Freund. So, wir gehen mal auf Mischung Standard. Versuchen mal eine schnelle Runde zu kriegen und dann die zweite wirklich auf Attack zu fahren. Oh, jetzt hätte ich fast schon was sehr Falsches gesagt. Es gibt so einen Spruch, den ich immer Battlefield sage, der aber nach YouTube-Aufnahme nicht tragbar ist. Deshalb habe ich nichts gesagt. So, früh in die 5. Okay, krass. Wie gesagt, immer schön früh die Gänge hochprügeln, dass man nicht so viel Drehmoment an der Hinterachse hat. Curbs, die nur aufgemalt sind. Immer wieder ein Hit auf der Geraden. Ich bin gespannt, wie viel Benzin wir nach gleich der zweiten Runde noch übrig haben. Oh, es wird heller auf der Strecke. Aber auch schon mutig, so auf trockener Piste, so hier um die Kurve mit 300 Vollgas. Da hätte ich mir im Real Life lieber eingekeckelt, anstatt das auszuprobieren. Upsala. Schwung holen. Mercedes hinter uns. Oh Gott, bloß kein Druck. Shit. Oh Leute. Oh, oh. Lieber schnell zurücksetzen, sonst quetscht noch jemand in uns rein. Das will ja keiner. Bisschen spät ausbeschleunigt. Okay, Mercedes kommt nicht näher, das ist nett. Das baut mich ein. Ein bisschen auf. Ah, fuck! Ich wollte Viereck drücken um zu wissen, was die schnellste Runde insgesamt ist. Schnellste Runde insgesamt? Oh, oh, oh Gott. Überhaupt nicht gut gerade die Fahrleistung, aber hey, die Sonne kommt raus. Man mag es kaum glauben, auch in Frankreich gibt es schönes Wetter, also zumindest die Sonne. Pi wann?
Meine Katastrophen-Tech-Schüchsel. Oh Gott, ich muss aufstoßen. Ich hätte auch. Oh nein, ich hätte nach dem Joghurt kein Malz mehr trinken dürfen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, da waren zwei in Doppelfolge. Wo war ich stehen geblieben? Es war auf jeden Fall eine sehr zerstückselte Runde. Ja, komm, hier, fahr mal vorbei. Ich meine, es ist eine Teststrecke. Ich kann ja eigentlich überall hinfahren. Oh shit, mager. Unser Benzin reicht nicht für eine. Ja, ich dackel schon zurück. Ich dackel zurück, alles gut. Oh. Da wir jetzt gerade eh in Lab sind, kann ich erstmal hier schön abkürzen. Natürlich wieder ein bisschen lupfen. Wir wollen ja nicht so viel böses Benzin verbrennen. Ah, reicht. Können wir noch mit ein bisschen Sprit in die Box schaffen? Ah, ich wollte hier schon nach rechts abbiegen. Ein bisschen zu früh. Auf jeden Fall müssen wir im achten Gang bleiben. Ey, wie hier einfach nirgendwo was anderes ist außer Asphalt. Wie fahren wir noch? Geringer Treibstoff. Okay, wir haben alles verblasen. Wo ist die Box? Hier müssen wir rein. Ja Mensch, das war doch mal eine Inlab, wie sie im Bilderbuch steht. Ja, guck mal hier. Zweiter Sektor. Bestzeit. Was eine Inlab. Oh Mann, oh Mann. Oh, Alarm. Bombe. Bombe im Auto. Bombe im Auto. Dann ist er wieder. Boxengassen. Dass er wieder ein Fahrzeug in die Box einfährt. Der Sound. Puh, keine Bombe im Auto. Glück gehabt. Heutzutage weiß man nie. Nein, ist, ne? Alles nur Unterhaltung, Gag, alles nicht ernst nehmen. Vielen Dank. Nun gut, Leute. Wir sind mittlerweile nur P2. Bist du mit Intermediates am besten dran. Wir gucken mal, wo wir hier so durchgeführt werden. Durchgeführt. Durchgereicht werden. Ja, das sollten wir eigentlich halten können. Oh, scheiße, Kimi. Hinter uns tut sich viel. Auf einmal ist Plopp gemacht. Ich war einfach Zehnter. Ah, Knappi hier. Das Red Bull-Duell wieder. Ja, Bottas. Bottas 3.0 wieder am Start. Schon wieder Erster. Aber kommt ja noch. Kommt noch ein, zwei Qualified-Session für den Bottas. So, weiter geht's. Übrigens, ich habe mir vorgenommen, ein Qualifier 2 oder 3 YouTube-Thumbnail rauszuziehen, weil das Problem ist, ich ziehe ja mittlerweile meine Qualifying-Thumbnail, ne? Screenshots aus den Renn-Highlights raus. Jetzt suche ich mir immer eine Szene, wo ich allein bin, wechsle dann über diesen ne, Fotomodus die Reifen von Gelb auf Rot. Problem ist, wenn es ein Regenqualifying ist, kann ich das im Rennen nicht machen, weil Rennen wird komplett trocken sein. So wechselhaft wie es momentan ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. Gut, wenn wir ins Q3 schaffen, dann haben wir hier wieder neue Reifen. Dann fahren wir mal wieder instant raus. Oder sollen wir vorspulen? Ah, ich weiß nicht, ist jetzt als einer der ersten rausfahren besser oder ganz am Ende, wenn es schon eine Fahrspur gibt. Problem bei dieser Fahrspur ist, ich weiß halt nicht, wie genau das simuliert ist im Spiel. So ist dann die Ideallinie rutschiger wegen dem Gummiabrieb, der dann feucht ist und dann noch rutschiger ist als die eigentliche Strecke, die nicht die Ideallinie ist. Ah, egal, Leute, wir fahren raus. Den Fierst du raus. Einfach raus damit. Oh, ich will noch wippen. Ich will wippen. Lass mich wippen. Come on, ich drück. Ab wann kann ich wippen? Ja, jetzt. Ja. Ah.
Oh, warte mal, ist das Q2, ne? Aber Rennen wir trocken sein. Wir können mit den Reifen jetzt schon ein bisschen prallen. Na, prellen? Ne, prellen ist wieder was anderes. Prallen, oder? Ein bisschen was aufs Asphalt prallen. Übrigens, guckt euch mal diesen Heckflügel genauer an. Dieser Teil vom Heckflügel, der sich bewegen kann durch DRS, da kommen keine Regentropfen drauf. Weil das Spiel es wahrscheinlich wieder irgendwie nicht verarbeiten kann, wie da die Regentropfen drauf angezeigt werden. Aber die Teile, die starr im Auto sind, also ne, relativ starr, da sind Regentropfen drauf. Es sieht verrückt aus. Absolut verrückt. Na komm, fahr vorbei. Von wie lange spiele ich das Spiel? Und es ist mir original am Ende von Training 3 erst aufgefallen. Wo ich mir innerlich gedacht habe, Moment mal, irgendwas ist hier anders. So habe ich, genau, Differential habe ich eingestellt, super. Können wir jetzt gleich richtig durchstarten. Let's go! Gerade so eine Art Downshift Protection wieder. Ich konnte nicht runterschalten. Das sah doch gerade flockig aus. Und eine gute Zeit. Leicht am Sliden. Shit. Da verliere ich Zeit. Das war richtig kacke zum Schluss. Das war richtig, richtig kacke. Und dass ich im fünften bei so einem Tempo noch durchdrehende Reifen kriege, damit habe ich zu gar keinem Prozent gerechnet. Gucken wir mal, was die anderen machen. Dass das zwischen Verstappen und mir Leclerc liegt, heißt, dass ich nicht alles aus dem Auto rausgeholt habe. Wie man auch auf der langen Geraden sehen konnte. Weil eigentlich, wie gesagt, ne, in der Formel 1 sind nur Top-Fahrer und wenn, sag ich mal, die Teamautos nicht ganz nah beieinander sind, heißt das, dass der langsamere Fahrer irgendwas falsch gemacht hat.
Aber ich muss sagen, ich bin extrem wenig gerutscht auf der Runde. Natürlich, das, was ich alles nicht auf 90% der Strecke gemacht habe. An Rutschen habe ich natürlich bei den letzten 10% auf der Stadt und Ziel weggehauen. Aber, naja, man muss ja auch irgendwo seine Erfolge rausziehen, um halbwegs positiv durchs Leben zu laufen. Ah, wird schon wieder das Preisschildchen nicht abgemacht. Wo piept's wieder? Was ist dunkel gerade im Cockpit? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt wieder. Ja, jetzt nicht mehr. Was hier ist, dass der Reifen mal vorne rechts immer so zackig guckt. Verrückt. Wo kommen wir denn hier raus? Ah, 13. Na gut, 2,8. Die Runde bis jetzt liegt bei 1,43,7. 2 Zehntel. 2,8 Zehntel. Nee, 2,08 Zehntel. 2 Zehntel. Einigen wir uns auf 2 Zehntel. Rückstand zu Max Verstappen. Geht eigentlich wieder klar, der Abstand. Deshalb spulen wir dir mal hier den Bums vor. Ah, Lewis Hamilton, ja, gut. Auf der 1, Überraschung. Gucken, wo kommen wir raus? Müsste eigentlich klappen, oder? Ach, nee! Das ist jetzt aber ärgerlich. Jetzt habe ich mein Thumbnail-Bild auch nicht gemacht. Das ist doppelt ärgerlich. Schade, dass man hier nicht so in die Wiederholung reingehen kann. Das ist echt schade. Aber das ist unbefriedigend. Das ist wirklich unbefriedigend. Krass. Ja Mensch, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Also ich habe schon mit so 6 bis 8 gerechnet. Oder höchstens 9. Aber, ach, das ist doch jetzt... Naja, ich glaube, das heißt freie Reifenwahl, oder? Für den Start. Auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Nun gut. Wir drücken X. Das war... Ah, das auf der Start- und Zielgerade. Das hat uns einfach so viel gekostet. Aber ich habe trotzdem gedacht, wir kriegen es hin. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. What? Gute Arbeit. Das Qualifying-Tempo hat sie nicht bis an die Spitze gebracht. Wird das morgen zu Problemen führen? Boah, kann sie bitte doch mal Qualifying-Tempo sagen? Das hat sie echt gut, also wirklich schön angehört. Qualifying-Tempo. War schön gesagt. Soll man ja heutzutage aber auch mal loben. Ne? Nicht nur immer auf irgendwelche Sprachfehler oder so rumhacken, auch einfach mal nett sein. Habe ich gehört, ist eine gute Eigenschaft. So, was war über die Frage? Ihr Qualifying-Tempo? Ja. Probleme führen? Nö, eigentlich nicht. Durchhält. Ich glaube, da kritisieren wir wieder so ein bisschen die Strapazierabteilung hier bei den Ausbaustufen. Definitiv, aber ach, kein Kommentar. Obwohl, ach, scheiß drauf, kein Kommentar ist doch immer Kacke. Wie fährt sich das Auto unter diesen Bedingungen? Sind sie ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja. Aber das Rennen wird ja nicht bei Nässe stattfinden. Ach, scheiße. Ist schon wieder Selbstdarsteller gehöht. Das war dann alles. Fair Play, das will ich hochboosten. Übrigens, ich, Training. Ich habe alle Trainingsprogramme abgeschlossen. Alle auf hier, super nice. Also beste Stufe. Hab, in allen 3 Sessions Verstappen geschlagen. Und trotzdem war ich bei dieser legendären und Anfängerskala, ist dieser Balken wieder zur Anfängerskala hingerutscht. Komplett verrückt. Ich verstehe das Spiel einfach nicht. Das Phänomen hatte ich ja auch damals mit den, beim Team Alpha. Dann kamen wir zu Red Bull. Dann, egal was ich gemacht habe, immer hier Richtung Veteran. Und ab Kanada,
weiß das Spiel nicht mehr, was es machen soll. Aber hey, dafür ist dieser eine Bug weg. Also zumindest vorerst, wo man diese Startaufstellung hat, sieht, wo man die Fahrer hat, ne, und in welcher Position die sind, dass deren Gesichter nicht mehr verbuggt wie scheiße ist. Diesen Bug hatten wir schon lange nicht mehr. Oder Feature, man weiß es nicht. Bug, Feature, Glitch. Oh, wir haben nur noch 280 Ressourcenpunkte. Das hat aber einen Grund. Und ach du Jemine, sind ja viele rote Pfeile. Und jetzt haben wir ein Veteran-Level gewonnen? I don't get it. Das Spiel ist zu clever für mich. Ich steig da nicht durch. Heide Witzka. Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob es heißt, qualifiziere dich fürs Rennen oder absolviere im Rennen. Zweiter oder besser. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Rennen, wie gesagt, Zweiter oder besser werden sollten oder uns für das Rennen Zweiter oder besser platzieren hätten sollen, dürfen, tun, müssen. Höchstwahrscheinlich müssen. Aber wir sehen es ja, Rennen. Es ist zwar scheiße bewölkt, aber das Spiel sagt kein Regen. Und darauf vertraue ich einfach. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, ich habe ein bisschen entwickelt, weil ich dachte mir so, oh, da ist das fertig geworden. Jetzt könnte ich weiterentwickeln. Nämlich, tada, der große Pollermann namens Ultimativ Upgrade, das in Deutschland fertig sein wird, wenn es klappt. Ich glaube, 15%ige Fail-Wahrscheinlichkeit ist noch da. Es wird trotzdem gut werden. Und was habe ich noch gemacht? Habe ich das schon gezeigt? Auf jeden Fall, wie gesagt, mehr Reifen oder besserer. Nee, das weniger Reifenverschleiß. Upgrade. Also bessere Reifen für weniger Reifenverschleiß. Und ich habe eine Verbrennungsmotor investiert. Ich dachte mir so, das irgendwie, weiß ich nicht, weil ich weiß es selber nicht. Irgendwie gefühlt bei jeder Highspeed-Strecke, wenn ich neue Komponenten einbaue, sagt Jeff mir, ja, ne, keine Vollleistung mehr. Auto sagt, na danke. Und ich kann ja nochmal hier reingucken. Verbrennungsmotor. Ich meine, wie viele Rennen sind wir jetzt gefahren? Ich muss mal kurz nachdenken. Ach, warte mal. Was muss ich denn hier nachdenken? Wir können jetzt doch hier nachgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Rennen. Wir sind 7 Rennen gefahren. Und nach 7 Rennen ist Verbrennungsmotor 1 Schrott. 2 ist Schrott. Und jetzt ist der dritte. Ne? Schon drinne. Fürs achte Rennen. Der dritte Verbrennungsmotor. Obwohl wir, glaube ich, 21 Rennen haben? 20 Rennen? Irgendwie so. Also irgendwie verschleißt mir die Scheiße hier ganz schön schnell weg. Obwohl ich die Hoffnung hatte, jetzt kommen wir nochmal zurück zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ich meine, wir sehen ja. Ist das hier? Effizienz. Nee, das hat damit nichts zu tun, ne? Ich dachte, nee, das ist, dass es billiger wird und das macht die Fail-Wahrscheinlichkeit. Senkt die Fail-Wahrscheinlichkeit. Okay, gut, ich habe mich voll vertan. Vergisst einfach die letzten 10 Minuten an Monolog. Es war hammer unnütz. Holy shit. Leute, ich würde einfach mal sagen, kurz und knapp, morgen das Rennen. Es kann überholreich werden. Es wird überholreich werden. Zweite oder besser. Sonst kriegen wir keine 600 Ressourcenpunkte und jeder mag Ressourcenpunkte, wer Formel 1 spielt. Nur würde ich einfach mal sagen, Leute, morgen 15 Uhr, 14 Uhr, das Rennen, es wird ein Hit. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ich bin dann mal raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.